geht rasant weiter. Nach den Wursthäppchen fahren wir jetzt weiter quasi fort mit der Main-Franken-Bahn und dem Main-Spessart-Express mit dem Herrn Weber und dem EK-Center. Genau, dafür dürfen wir jetzt ganz herzlich bei uns begrüßen Herrn Andreas Pfister. Er ist unter anderem Rennfahrer und heute für den EK-Center Würzburg hier. Und natürlich den Herrn Weber von der Deutschen Bahn. Herzlich willkommen. Da fragen wir uns natürlich, was hat denn die Bahn mit einem EK-Center zu tun? Ja, wir als Bahn, als Mainfrankenbahn, Main-Spessart-Express, wir wollen nicht nur von A nach B fahren, da fahren wir mittlerweile im Stundentakt, in der Umgebung um Würzburg im Halbstundentakt. Wir suchen auch immer Reiseanlässe und wir haben mittlerweile in ganz Mainfranken, in ganz Unterfranken und darüber hinaus ein Riesennetz an Kooperationspartnern, sprich, wo der Bahnkunde mit seinem Bahnticket hinkommt, bekommt er ermäßigten Eintritt oder einen Bonus. Wir haben Stadtkooperationen, beispielsweise sei hier die Stadt Aschaffenburg genannt, die bringt auch jedes Jahr eine Broschüre raus, wo der Bahnkunde ermäßigten Eintritt bekommt. Und so kam der Kontakt auch zum Andreas Pfister und dem EK-Center zustande, weil wir suchen Reiseanlässe für unsere Kunden. Und das EK-Center ist ein ideales Ausflugsziel für Familien oder auch, wenn man in einer Gruppe ein bisschen Halligalli machen will, bietet sich das an. Und so haben wir ja unsere Kooperation eigentlich begründet. Ja, und was es mit dem EK-Center in Würzburg jetzt genauer auf sich hat, das wird uns der Herr Pfister jetzt erstmal selber vorstellen. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung heute auf der Main-Franken-Messe vom Herrn Weber von Main-Frankenbahn, Main-Spessart-Express. Mein Name ist Andreas Pfister und ich darf Ihnen heute zwei, drei Worte erzählen zum EK-Center Main-Franken-Mododrom. Ich habe Ihnen auch ein paar Zahlen mit der Präsentation mitgebracht. Das EK-Center wurde hier in Würzburg im Jahre 2014 schon gegründet. Also wir waren da wirklich auch Vorreiter in der Elektromobilität. Also 2014 war E-Mobilität noch richtig in den Kinderschuhen. Wir konnten 2017 den Betrieb übernehmen, beschäftigen im Moment einen Vollzeit- und 6 Teilzeitmitarbeiter, also sorgen auch für Arbeitsplätze in der Region. Unsere Rennstrecke hat 330 Metern auf 2 Ebenen und Elektrokarts sind schneller und leiser als herkömmliche Go-Karts. Zu den Zahlen noch, wir hatten bisher mehr als 40.000 Kundenbesuche. Also das sieht man schon, das ganze Thema wird sehr gut angenommen, die Leute interessiert das Ganze, die fahren gern mit den Karts und es macht natürlich für uns auch Spaß. Wir können Gruppen bis zu 100 Personen auch abbilden, also auch größere Events, Team-Events werden bei uns immer gerne durchgeführt. Eine kleine Besonderheit noch bei uns auf dem Betriebsgelände, seit 2018 haben wir auch Stromtankstellen bei uns mit dabei, also Sie können auch Ihr Elektroauto bei uns auf dem Parkplatz dementsprechend laden. Wir setzen unsere Karts auch mobil ein, also auch hier auf der Main-Franken-Messe, auf der Aktionsfläche heute in Halle 16 bzw. Aktionsfläche 16 können Sie die Elektro-Karts heute mal Probe fahren. Also die haben wir für euch heute mitgebracht und besteht eben die Möglichkeit auch mal 2-3 Runden zu fahren. Da nochmal ein Bild, wie so eine mobile Kartbahn aussieht. Der Vorteil natürlich bei den Elektro-Karts, wir haben keine Emissionen. Wir waren auch beim Stadtfest zum Beispiel in Würzburg direkt aktiv mit der mobilen Kartbahn. Wir können nahezu überall eben fahren, ohne Lärm bzw. Abgase zu verursachen. Ja, bei uns im EK-Center gibt es auch ein Bistro. Also wer zu uns kommt, bekommt auch leibliche Versorgung. Sprich, wenn man Junggesellenabschied mal macht oder ein Team-Event, ein Firmen-Event, besteht bei uns auch die Möglichkeit, sich verpflegen zu lassen. Ja, also vom Kindergeburtstag bis zum Junggesellenabschied gibt es eben viele Möglichkeiten. Bei uns können Kinder schon ab einer Körpergröße von 1,35 Meter fahren. Also jedes Kind, das 1,35 Meter überschritten hat, darf schon bei uns im Elektrokart fahren. Natürlich auch in der Halle ohne CO2, ohne Abgase und im Winter auch beheizt.
Genau, zwei Worte noch zu unseren Karts. Die Karts leisten ca. 10 PS, haben ein Gewicht von 180 Kilo, haben einen Power Boost am Lenkrad für noch mehr Leistung auch und wir haben vier verschiedene Geschwindigkeiten. Das heißt, wir können die Karts mit einer Fernbedienung eben auch langsamer und schneller schalten. Die Anfänger fahren etwas langsamer, die Fortgeschrittenen und die Profis fahren etwas schneller und es gibt natürlich auch eine Geschwindigkeitsstufe für Kinder. Genau, dann kurz noch zwei, drei Worte zur Kooperation eben mit der Mainfrankenbahn. Wir bieten für Bahnfahrer bei uns im EK-Center einen Bonus an. Das heißt, jeder Bahnfahrer bekommt bei Vorlage der Fahrkarte von uns noch ein Freigetränk mit dazu. Ja, vielen Dank schon mal für die ganzen Informationen über den EK-Center in Würzburg vom Herrn Pfister. Ja, da habe ich noch mal eine Frage. Was ist denn genau der Unterschied jetzt zwischen einem EK und einem normalen K? Ja, also die Elektrokarts fahren logischerweise rein elektrisch, das heißt, wir haben keine CO2-Emissionen, keine Abgase und können natürlich auch nahezu in jeder Möglichkeit auch Indoor fahren, weil das ist natürlich das große Problem bei den klassischen Benzinkarts. Wenn die Karts in der Halle betrieben werden, gibt es eben mittlerweile sehr große Probleme mit den Abgasen. Das können wir nicht, das haben wir nicht. Und die Elektrokarts haben ein besseres Drehmoment. Also wenn man mal ein Elektroauto auch schon gefahren ist, dann weiß man, wenn man da aufs Gas geht, dann geht von unten raus schon ordentlich was voran. Und das ist bei den Elektrokarts genauso. Okay, danke schön. Hinsichtlich der Klimadebatte im Moment, wie sieht es denn bei der Deutschen Bahn mit der E-Mobilität aus? Ja, wir haben also mittlerweile, glaube zu 80% fahren wir also mit umweltgerechtem Strom. Wir sind da auf einem guten Weg und bis in das Jahr 2030 soll komplett alles umgestellt sein, emissionsfrei. Herr Pfister, Sie sind nicht nur tätig im EK-Center in Würzburg, sondern auch Rennfahrer. Was machen Sie da so oder wie sieht da so Ihr Rennfahreralltag aus? Ja, also ich darf seit meinem 9. Lebensjahr Motorsport betreiben, bin mittlerweile 32, habe auch angefangen mit dem Kartsport eben, deswegen liegt mir der Kartsport auch naturgemäß am Herzen. Wir sind mittlerweile auch aktiv in der Nachwuchsförderung, also jeder, der Motorsport betreiben möchte, kann sich gerne auch bei uns melden. Wir führen Schulungen durch, auch eben für Anfänger, die das erste Mal im Kart sitzen und vielleicht auch mal im Tourenwagen fahren möchten. Ich war zweimal Vize-Europameister im Tourenwagen und bin so im Schnitt ja jedes dritte Wochenende dann auch auf der Rennstrecke unterwegs. Super. Und was ist der aktuelle Streckenrekord auf der Strecke des EKs? Im Moment der aktuelle Rekord ist bei 36,3. Also das ist der aktuelle Rundenrekord, den wir auf der Bahn haben. Wir haben ja 330 Metern, was die Bahn hat und wir haben zwei Ebenen. Also man fährt dann von unten auch nach oben. Und Sie können gerne vorbeikommen und auch versuchen, den Rekord zu brechen. Super. Ja, wie sieht es denn mit Events aus? Sie haben gesagt, Sie haben auch ein Bistro. Ist es denn auch möglich, für bestimmte Events zu Ihnen zu kommen? Genau, also einerseits ist natürlich der Eventcharakter das Fahren mit den Karts, das ist das eine. Das andere ist aber auch das Drumherum. Also wir haben eben Bistrobetrieb mit dabei. Wir haben auch bei uns auf der Kartbahn Seminarräume, also man kann auch einen kleinen Workshop bei uns abbilden. Man kann eben auch einen halben Tag oder sogar einen Tag sehr spannend bei uns verbringen. Okay, es gibt auch eine Altersbeschränkung, also muss man nur 1,35 Meter, haben Sie gesagt, oder gibt es auch eine Altersbeschränkung für Kinder? Gute Frage, also Altersbeschränkung gibt es keine, es gibt wirklich nur die Körpergröße, dass die Kinder eben auch an die Pedale kommen und auch gut um die Kurven lenken können, deswegen 1,35 Meter, erfahrungsgemäß sind die Kids da so 6, 7, 8. Ja, vielen Dank schon mal für das Gespräch. Dann können wir ja öfter auch mal demnächst vorbeikommen, wenn wir Lust haben, mal EK zu fahren. Ja, auch gerne ja, genau, bei der Messe vorbeigucken. Genau. Das interessiert mich ja doch. In Halle 16. Genau, wer gerne EK fahren will, in Halle 16. Super, dann vielen, vielen Dank, Herr Weber und Herr Pfister, für die Unterhaltung und die Vorstellung des EK-Centers.